Madame Shirley hatte ja die Prophezeiung, dass ein Mann mit einem Strohhut die Fischmenscheninsel zerstören würde. Damit konnte sie ja letzten Endes nur Ruffy meinen. Sonst kennen wir bisher niemanden mit einem Strohhut. Doch wieso sollte Ruffy die Fischmenscheninsel zerstören? Oder wer steckt tatsächlich dahinter? Das erfahrt ihr nach einem kurzen Intro. Natürlich gäbe es Gründe für Ruffy, dass er die Fischmenscheninsel zerstört. Er könnte so zum Beispiel eine Art First Step machen, die Fischmenschen an die Oberfläche zu siedeln. Diese könnten dann mit den Noah hinfort und ein neues Leben auf der Oberfläche beginnen. Oder es gibt dort einen Kampf gegen einen mächtigen Gegner, wo die Fischmenscheninsel eben zerstört wird. Und eine bisher bekannte Theorie besagt auch, die Red Line müsste zerstört werden für das One Piece und mit der Zerstörung der Red Line, welche direkt oberhalb der Fischmenscheninsel liegt, wäre auch das Schicksal der Fischmenscheninsel besiegelt. Doch was, wenn es nicht wirklich Ruffy ist? Denn so wie Shirley reagierte auf die Vision, sah das Ganze wohl ziemlich schrecklich aus. Wir haben ja zuletzt erlebt, wie Gecko Moria auf der Insel von Blackbeard gelandet ist und von einem falschen Absalom hinters Licht geführt wurde. Dieser falsche Absalom war niemand anderes als Katarina Devon mit ihrem neunschwänzigen Fuchs Teufelsfrucht, mit der sie die Fähigkeit hat, sich in andere Personen zu verwandeln. So könnte sie sich sicherlich auch in Ruffy verwandeln und so einen Angriff starten. Doch wieso sollte sie sowas tun? Man könnte sagen, vielleicht will Blackbeard damit Ruffys Ruf diskreditieren. Aber dies halte ich für eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist hier das zweite Szenario. Und zwar befindet sich aktuell Caribou in Gefangenschaft auf Wano Kuni. Ihm könnte später irgendwie die Flucht gelingen, wenn Ruffy mit Kaido den Boden wischt. Möglicherweise trifft er, ob beabsichtigt oder unabsichtlich, auf Blackbeard. Und so könnte Blackbeard erfahren, dass Shirahoshi die Waffe Poseidon ist. Denn bisher ist uns Oda noch schuldig, was Caribou mit dieser Information anfängt. Wenn Blackbeard dies erfährt, könnte er sich auf dem Weg auf die Fischmenscheninsel machen, um sich Shirahoshi zu schnappen. Doch wieso sollte sich Katarina Devon dann verwandeln? Naja, hier kommt wieder die Sache ins Spiel, dass Blackbeard Ruffys Ruf schaden will. Oder Katarina Devon verwandelte sich in Ruffy, um so auf der Fischmenscheninsel nicht aufzufallen und so besser an Shirahoshi ranzukommen. Was denkt ihr über diese Theorie? Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, vergesst den Like und das Abo nicht. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao.